Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu Vlogmas Tag 16. Erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins vierte Adventswochenende. Schockierend wirklich, dass es schon so spät im Advent ist, dass schon der vierte Advent ist. Verrückt. Naja, erstmal einen guten Start ins Wochenende und schon mal gleich, vergesst nicht morgen einzuschalten, denn im Video morgen gibt's das dritte Samstagsgewinnspiel und ihr könnt auch noch bei dem von letzter Woche mitmachen. Aber wir kommen erstmal zum heutigen Video. Heute gibt es nämlich das Update zu meinem 10x10 Projekt. Das seht ihr ja auch außerhalb von Vlogmas jeden Monat. Und zwar ist das mein Rotationsprojekt, wo ich einfach versuche, neben den Produkten, die ich in meinem Project Pan versuche leer zu machen, alle anderen Produkte meiner Sammlung regelmäßig 10x zu nutzen. Und um das ein bisschen interessanter zu gestalten, gibt es eine kleine Liste, auf der ich mir ja im Prinzip randomisiert 10 Nummern rauswähle. Und sollte ich die 10 Nutzungen in einem Monat schaffen, wandert das Produkt raus, wenn nicht, bleibt es für den nächsten Monat und ja, ich muss sozusagen nachsitzen und darf dann nur eben so und so viele andere Produkte raussuchen, dass es sich wieder auf 10 ergänzt. Ja, wie immer in diesem Video machen wir erstmal eine kleine Review zu den Produkten, die diesen Monat dabei waren und dann suchen wir gemeinsam die neuen Sachen aus und ja, wir starten rein. Zunächst kommen wir zu den zwei Produkten, die ich noch aus dem Oktober mit dabei hatte. Es war nämlich einfach so, dadurch, dass ich da versucht habe, eine Foundation leer zu machen im Project Pan, hatte ich die Foundation, die ich hier ins Projekt mit reingenommen habe, ein bisschen vernachlässigt. Das war von e.l.f. die Camo CC Cream. Diesen Monat habe ich es jetzt ganz problemlos geschafft, die 10x zu verwenden. Ist insgesamt so nicht meine liebste Foundation. Das habe ich euch auch im Foundation-Video erzählt, das am Montag online kam, dass ich die eher nicht nochmal kaufen würde. Und auch hier im Projekt war es so, ich habe die eigentlich ganz selten pur getragen, sondern eigentlich immer mit was gemischt. Und damit geht sie und ich glaube auch damit kann ich sie auftragen. Aber so insgesamt ist es mir ein Tick zu maskenhaft und sie sitzt auch nicht so schön auf dem Gesicht, muss man sagen. Aber gut, 10 Nutzungen und ich werde die auch langfristig aufbrauchen können. Jo, das zweite, was noch übrig geblieben war, war für die Aufgabe, das war übrigens die Aufgabe etwas Günstiges, ja, aus der größten Kategorie deiner Sammlung, da hatte ich einen Lippenstift drin und zwar so ein Maxi Matte Lip Crayon von Lord & Barry. Meiner sieht super siffig aus. Die Farbe heißt Intimacy und die findet ihr auch heute mit einem Lip Liner auf meiner Lippe. Fand ich super schön. Das hat sich, ich zeige euch gleich mal den Lip Liner, ich glaube, das macht einfach Sinn. Der war drin für die Aufgabe ausgelistet. War der Trend Up Lip Liner 430 und das ist meine Lippen-Kombo irgendwie bisher im Dezember gewesen, beziehungsweise unter jedem zweiten Video findet ihr sicher, dass ich die drauf habe. Einfach hier außen die Lippen geleint und damit ausgemalt und ich finde, das ist super schön. Das ist eine Kombi, die könnte ich auch gerade noch so im Alltag tragen, ist aber doch so ein bisschen bäriger und quält mir richtig gut. Ich mag das auch von der Konsistenz. Das ist nicht so ganz matt, sondern noch so leicht wappig auf der Lippe, aber auf keinen Fall unangenehm, auf keinen Fall austrocknend. Und auch bei denen habe ich alle Nutzungen geschafft. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon in den neuen Produkten drin und legen los mit der Aufgabe 98, nur so lala. Da hatte ich die Natasha Denona Mini Glam Palette. Ich finde die schon gut. Ich finde die Palette gar nicht schlecht, aber irgendwie dafür, dass es ein Natasha Denona Produkt ist, dass der Hype so groß ist, ich sag's öfter, ich glaube, ich hätte mir eine andere von diesen Mini-Paletten kaufen sollen und die Glam war nicht die richtige für mich, weil sie mir halt doch immer so ein Tick zu dunkel für mich und meinen Farbton vorkommt. Aber insgesamt habe ich diesen Monat echt viel damit gemacht. Ich habe auch voll auf den allein übers Lid getragen. Das hatte ich auch in meinem One Shadow Looks, kann ich euch auch mal oben verlinken, gezeigt. Dann natürlich Eyeliner damit. Standard-Look ist immer so, das aufs Lid, das damit einschattieren. Dieses Grün habe ich auch aber mal schön getragen. Ich bin aber immer wieder erstaunt bei der Palette, wie warm die letztlich auf dem Gesicht rauskommt, dafür, dass sie hier eigentlich eher halt kühl aussieht. Keine Ahnung. Und die große Glam-Palette ist ja auch eher jetzt kühl vom Unterton. Von daher bin ich da jedes Mal irgendwie aufs Neue wieder überrascht. So, dann hatten wir die einfache Aufgabe Highlighter. Da war ja klar, was wir machen mussten. Und da hatte ich das RMS Beauty Luminizing Powder in der Nuance Grande Dame. Das hat mir diesen Monat wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das nämlich dann so im direkten Vergleich gesehen zu dem Highlighter, den ich im Project Pan habe und auch heute drauf habe. Das ist der Morphe Highlighter. Und ich finde schon, dass der sehr intensiv ist. Also das ist halt so ein 2016er Bam in Your Face Highlighter. Und das ist so ein bisschen erwachsener. Man sieht, dass man da was drauf hat, aber es ist nicht so extrem. Also in der Kamera kommt eh alles immer viel, viel weniger arg rüber, als es in Realität aussieht. Weil manchmal, wenn ich diesen Morphe Highlighter drauf habe, dann denke ich mir so, und ich gehe dann mal am Spiegel vorbei, so, hupsi, okay, und arbeite das nochmal ein bisschen ein. Und der ist einfach super schön, irgendwie so, ja, so ein bisschen erwachsener Glow, auch wenn das natürlich total bescheuert klingt, das ist ein nicht erwachsener Glow. Und, ach, ich kriege immer die Verpackung nicht auf.
Ja, also wirklich schön, passt auch perfekt für meinen Hautton. Das ist wirklich ein Produkt, das ich sehr lieben gewonnen habe. So, dann kommen wir jetzt zu Lippenprodukten. Einmal hatte ich die Aufgabe schöne Verpackung und die Aufgabe etwas Teures. Und letztlich hätte ich die auch tauschen können, hat mich dann jemand von euch darauf hingewiesen, weil ich da ein bisschen getrickst habe. Ich wollte nämlich unbedingt den Tarte Maracuja Juicy Lip drin haben, der dann letztlich für die Aufgabe schöne Verpackung reinging, weil der neu war. Ja, und dann wollte ich ihn halt einfach sehr gerne ausprobieren. Und er riecht nach Kokos. Ich habe jetzt oft genug über dieses Produkt geredet. Ich habe da einfach zu viel rein interpretiert. Ich dachte mir irgendwie, das müsste was Besondereres sein, als es jetzt letztlich war. Das ist kein schlechtes Produkt, aber das ist halt letztlich einfach so ein Lipgloss-Stift und das ist gut und das lässt sich gut auftragen, das sieht schön aus, aber mir halt auch nicht und man muss vielleicht auch mit 23 Euro dafür zahlen. Genau. Dann für etwas Teures hatte ich einen Charlotte Tilbury Lipstick, nämlich die Farbe JK Magic aus der Hot Lips 2.0 Serie. Mag ich super gern. Den habe ich auch echt oft kombiniert mit meinem Lip Liner aus dem Project Pen, also das außenrum und in die Mitte, der allein hat schon einen sehr kühlen Stich, ja. Also das ist was, wo ich jetzt sagen würde, wenn ihr sehr, sehr viel dunkler seid als ich, passt das vielleicht nicht mehr so ganz, weil das sonst so eine Concealer-Lippe macht. Ich finde, bei mir geht's noch so, aber mir gefällt es auch mit einem bisschen wärmeren Eyeliner, Lip Liner drumherum gefällt mir an mir persönlich besser. Ja, aber finde ich wirklich sehr schön, also würde ich auch, werde ich natürlich behalten, gab keinen Grund, was auszusortieren. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Wir hatten dann noch für die Aufgabe Face Palette, Aufgabe 10, das Joué Blush Duo in Rose Gold. Ich habe die Mini-Variante dabei. Und eine Farbe heißt Marigold, eine heißt Rose Petal. Und ich habe die eigentlich meistens gemischt. Wobei ich eine Tendenz habe, das sieht man glaube ich auch, dass ich den ein bisschen mehr genutzt habe. Da ist das Jouer-Logo ein bisschen mehr draußen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Blush. Irgendwie bin ich mit dem nie so richtig warm geworden. Aber so insgesamt gefällt mir es richtig gut. Wie viel ist denn da drin? Total 8 Gramm. Ja, ist schon relativ viel Produkt. Aber ich finde es halt auch cool, da so ein bisschen die Variation zu haben. Will ich was ganz Helles? Will ich heute eher so was Rötliches, Backsteinfarbenes? Oder will ich es mischen und dann kann ich auch je nachdem halt nochmal dosieren, wie dunkel soll es werden. Also damit hatte ich auch sehr viel Spaß. Gut, dann kommen wir noch zu den zwei Produkten. Alle bisher habe ich die 10 Nutzungen geschafft, wo ich es nicht geschafft habe. Das war, hatte aber ganz klare Gründe. Einmal hatte ich für die Aufgabe Limited Edition den Love und Hatice Schmidt Bronzer ausgewählt. Und es war mir klar, dass ich den nicht schaffen werde, weil ich ihn einfach null mal genutzt habe, weil ich versuche, den Butter Bronzer leer zu machen. Bis zu meinem Project Pen Finale, das ihr nächste Woche sehen werdet. Von daher hat sich da im Vergleich überhaupt nichts getan. Und der geht mit null Nutzungen einfach weiter in den Januar. Finde ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Muss ich halt immer gucken, dass sich das letztlich dann irgendwie gut ausgeht mit dem ja, mit dem Project Pen und ich mich nicht in meinen unterschiedlichen Projekten so ein bisschen behindere, also Project Pen, dann habe ich ja das Pen Those Eyeshadows jetzt noch oder Enjoy My Eyeshadows und dann noch das Thema 10 und das Thema 10 konkurriert manchmal so ein bisschen gegen die, was ich halt so verwende. Und genauso war es letztlich mit dem Produkt. Das ist auch eigentlich ein Highlighter, den ich aber unter meinen Lidschatten einsortiert habe. Und zwar ist es eine Mini-Größe vom Beck Gelato Swirl Illuminator in der Nuance Gilded Honey von Laura Geller. Den hatte ich irgendwann mal in der Lookfantastic Box. Und den habe ich heute tatsächlich das erste Mal auf dem Auge. Ich habe nämlich sozusagen noch meine Restnutzungen für das Enjoy My Eyeshadows gemacht, bis Anfang Dezember sozusagen. Und dann habe ich versucht, dann wusste ich, ich muss mich auf eins konzentrieren. Entweder ich nehme die Natasha Denona Palette oder das, habe dann die Natasha Denona Palette genommen. Und den habe ich letztlich heute zum ersten Mal drauf und habe den mit einem der Lidschatten aus meinem 10x10. Nein, stimmt gar nicht. Wir sind beim Zimmer 10. Aus meinem Enjoy My Eyeshadows habe ich den verblendet. Also das ist heute gar nichts Wildes auf dem Auge. Aber der gefällt mir echt gut. Das ist ein sehr schönes, so total smoothes Gold. Wäre für mich als Highlighter viel zu dunkel. Von daher geht auch der in den nächsten Monat mit der phänomenalen Nutzung von 1. Jetzt werde ich halt den priorisieren und den dann erstmal weitermachen. Aber ich würde jetzt schon ganz gerne eine große Palette auch diesen Monat wieder mitnehmen und denke, die sollten wir jetzt in den 8 freien Slots unterbringen. Genau. Aussortieren würde ich diesen Monat eigentlich nichts. Da gucke ich ja einfach auch immer mal so mit durch, ob mir da zufällig was auffällt. War eigentlich, also muss eigentlich sagen, ich war eigentlich mit allem ziemlich zufrieden, hat mich nichts genervt. Ich weiß halt, dass ich mit der Elf vermutlich nie wieder große Freunde werden werde. Aber auch da werde ich eine Variante finden, um die zu nutzen und aufzubrauchen letztlich. Wie immer gilt, ich suche jetzt nacheinander alle Zahlen aus und gehe dann erst an die Schubladen, während ihr das immer im Wechsel seht, einfach damit es interessanter bleibt. Die Wiederholungen beim Random Number Generator sind aus und damit suche ich mir jetzt eine von 100 Aufgaben aus. Liste findet ihr in der Infobox und die erste Aufgabe für heute ist die Nummer 33. Lang überlegt und endlich gegönnt. Das ist ganz, ganz wunderbar, weil das könnte
auf meinen neuen Bronzer von Charlotte Tilbury passen. Wobei das dumm wäre, ne? Dann hätte ich nochmal einen Bronzer. Auf der anderen Seite ist es auch... Ich muss jetzt heute mal ein bisschen anfangen, strategisch zu denken, weil mein Project Pen endet für mich ja kurz vor Weihnachten im Prinzip, wenn ich euch das Update hochlade. Und dann habe ich ja noch so bis Mitte Januar Zeit und werde da... Ja, bis dahin kann ich auch eigentlich... Sind es 20 Tage? Ja, vermutlich nicht ganz. Ich überlege es mir, aber es wäre einfach cool. Lange überlegt und endlich gegönnt. Finde ich eine richtig gute Aufgabe, weil man da so ein bisschen ja, Dinge honorieren kann, die kein so ein Impulskauf waren, sondern wo man einfach wirklich lange überlegt hat, ob man das jetzt wirklich, wirklich will. Und dann hat man es und dann findet man es auch irgendwie gut und ist doch nochmal was ganz Besonderes. Und das würde für mich halt auf diesen Bronzer zutreffen. Auch wenn es jetzt idiotisch wäre, 2 Bronzer zu nehmen. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich das einfach doch. Man sollte ja meistens irgendwie bei seiner ersten Idee bleiben. Also ich bin davon ein großer Fan und deswegen mache ich das jetzt tatsächlich auch. Auch wenn ich damit potenziell dann irgendwie jetzt 3 Bronzer gleichzeitig verwenden sollte eigentlich. Ich nehme meinen neuen Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer in der Farbe Fair mit. Ich will den nämlich unbedingt benutzen und freue mich da auch wirklich schon drauf. Und auch wenn ich dann vielleicht doch nicht alles schaffe, ja, dann nehme ich den halt in den nächsten Monat mit. Aber ich mag jetzt einfach. Als zweites für heute kommt die Nummer 3. Oh, das ist auch eine Jahreszeitenaufgabe. Da hatten wir schon erinnert an den Winter. Jetzt kommt erinnert an den Herbst. Ich finde Herbst immer recht unspezifisch. Beziehungsweise da kann man halt so mit dem Herbst verbinde ich eher so am ehesten halt so warme Töne. Ist auch wieder so eine Aufgabe, die sich, glaube ich, sehr weit strecken lässt, ehrlich gesagt. Vielleicht dieses Terra Naturi Blush in Sugar Brown? Ich weiß nicht, ich muss mal überlegen. Langfristig muss ich mir auch eine Strategie überlegen, wenn ich alle Aufgaben gesehen habe. Auch bei der zweiten Aufgabe verlasse ich mich auf meinen primären Impuls und nehme das Blush mit, das mich so am ehesten an Herbst erinnert, nämlich das Terra Naturi Blush in Sugar Brown. Ich finde das nämlich so ein richtig schöner Rostton irgendwie. Also ich finde es irgendwie mega herbstlich. Ich finde, es passt doch ganz gut in den Sommer, aber Herbst ist vielleicht so die erste Jahreszeit, die ich damit verbinde. Hatte ich schon lange nicht mehr, ist ein sehr schönes, solides Blush, also nehme ich gerne mit. Und die dritte Aufgabe für heute ist die 87, da müssen wir ganz nach oben und haben die Aufgabe Long Lasting. Okay, also was lang hält oder lang halten soll, könnte zum Beispiel sowas wie ein Liquid Lipstick Sinn machen oder was sich halt mit Long Lasting rühmt und schmückt, würde ich jetzt aber nicht unbedingt jetzt so an Gesichtsprodukte wie Blush oder Bronzer oder sowas denken. Ihr seht übrigens, dass meine Schubladen immer noch schön aufgeräumt sind. Nachdem ich ja mit euch gemeinsam am letzten Sonntag aufgeräumt habe, hat sich noch alles gut gehalten. Aber das ist jetzt auch die erste große Bewährungsprobe. Für Long Lasting wollte ich einen Lippenstift mitnehmen. Alle meine Liquid Lipsticks waren schon im Projekt. Deswegen dachte ich, ich nehme einen normalen Lippenstift mal mit, der trotz allem sehr Long Lasting ist. Und ihr erinnert euch sicher alle daran, das ist mein Scheiterobjekt des diesjährigen Project Pens, dieser Mini-Lippenstift von Ila Masqua in der Farbe Bang. Und der ist aber so eine ganz, ganz matte Textur auf der Lippe und sitzt unglaublich gut. Also wirklich überhaupt kein so ein cremiger Lippenstift, sondern eher ein matter. Und ich denke, der passt dafür ganz gut. Den nehme ich jetzt nochmal mit und ja, lass nicht zu, dass er so Scham- und Versagensgefühle bei mir auslöst. Nach der 87 kommt die 80. Wir bleiben weit oben und haben die Aufgabe farbenfroh. Okay, na gut. Das ist jetzt vermutlich am ersten eine Palette, oder? Ja, farbenfroh. Oder eine Verpackung. Das fällt mir jetzt immer auf die Schnelle nichts ein. Muss ich mal gucken. Irgendwie habe ich mir ja so ein bisschen gewünscht, für diesen Monat meine Anastasia Beverly Hills Sultry Palette mitzunehmen. Aber farbenfroh passt, finde ich, dann doch eher zu der Revolution und Soft Palette, die ich ja zufällig gerade eh auf dem Schminktisch habe, weil die in meinem Enjoy My Eyeshadows ist. 10 Nutzungen, denke ich, werden hier nicht schwierig. Da kann man super schöne goldige, so rötliche Looks, da ist ein Grün drin, zaubern. Da kann ich sicher auch einfach mal einen farbigen Eyeliner tragen. Und dementsprechend geht die mit für die Aufgabe farbenfroh. 4 von 8 Aufgaben für heute haben wir schon. Aufgabe 5 ist die 42. Ich denke mir immer, es müssen doch mal viel mehr spezifische Produkte kommen. Aber random ist halt random, ne? Da hat man nicht viel mitzureden. 42, Naturkosmetik. Okay, ganz klare Aufgabe, was ich zu tun habe. Ein Naturkosmetikprodukt auswählen und das werde ich auch hinbekommen, denke ich. Weil ja nicht allzu viel, glaube ich, an Naturkosmetik bisher im Projekt ist. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur noch so 30 Produkte oder so, die jetzt in dieser Rotation noch nicht hier dabei waren im 10x10.
Einfach weil meine Zahl natürlich auch immer kleiner wird und bei 100 Aufgaben und wenn ich nicht mehr 100 Produkte habe, beziehungsweise auch vielleicht mal so, ja, ich habe ja nur noch 80 Produkte und es gibt sicher so 12, 15, die da gar nicht reinwählbar sind bei Project Pen oder eben, ja, sowas wie meine Mascara, dann ist es ja halt auch irgendwann mit den Produkten begrenzt und ich muss für, ja, 2 Aufgaben dasselbe Produkt nehmen. Das wird irgendwann kommen, ich nehme mal an, so in den nächsten Monaten, aber ich hoffe heute noch nicht. Ihr werdet in den nächsten Tagen noch ein Video sehen, wo ich mit meinen liebsten Naturkosmetikprodukten schminke und da ist mir dieser Lavera Glossy Lips Lip Gloss in Delicious Peach mal wieder in die Hände gefallen. Den fand ich richtig schön und nachdem ich ja aktuell im Project Pen keinen Lipgloss mehr habe oder gar nichts so dafür, nehme ich den jetzt einfach nochmal fürs Jahresende mit rein. 10 Nutzungen werden da, denke ich, kein Problem sein. Die nächste Zahl ist die 16. Könnte das noch ein spezifisches Produkt sein? Warum will ich das eigentlich immer so unbedingt? Ja, ist es. Es ist ein ganz normaler Lippenstift. Okay. Auch da habe ich noch reichlich Auswahl, die noch nicht gewählt wurde. Nummer 16. Lippenstift. Perfekt. Werde ich was finden, ist ja dann doch relativ spezifisch. Damit es dann auch richtig schön weihnachtlich wird, vielleicht noch in den nächsten Tagen, wollte ich jetzt doch nochmal ein Rot haben vielleicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht, aber das ist eigentlich ein Rot, das für mich sehr, sehr alltagstauglich ist. Und zwar der Love Lip Affair in der Nuance Annex Santal. Der ist auch eher so ein bisschen hellrot, wenn ihr das sehen könnt. Also ich finde, nicht jedes Rot steht jedem so gut. Und ich bin eher so der Typ, finde ich, für so ein helles Rot. Und ja, mir gefällt der. Ich benutze ihn gern. Ich finde die Verpackung auch sehr luxuriös, weil der hat... Lass dich zusammen machen hier. Okay, jetzt zerstöre ich die Schublade. Der hat einen Magnet drin, wenn ihr seht, wie ich das schließe. Also wirklich ein schönes Produkt und glaube ich, ist ein richtig schöner roter Lippenstift sogar. Also passt perfekt zur Jahreszeit. Die vorletzte Aufgabe für heute ist die 44. Wie waren wir heute viel in den 40ern? Nicht hier versuchsfrei, okay? Da muss ich auch nochmal sehr genau gucken, was ich da nehmen könnte, weil ich tatsächlich, glaube ich, habe ich überhaupt noch so viele Produkte, die nicht hier versuchsfrei sind und nicht im Project Pen sind? Ich glaube tatsächlich nicht. Das hält sich relativ im Rahmen. Mir fällt jetzt spontan ja ein Maybelline Blush ein, L'Oreal Lidschatten. Dann diese Lip Color Butter von Astor, aber es wird halt irgendwie immer weniger. Also ist ja auch das Ziel, dass ich nicht mehr so viele Produkte habe, die tierversuchsbehaftet sind, aber das könnte limitierend werden heute tatsächlich. Bei der Aufgabe jetzt bin ich echt richtig geschwommen, Mann, weil nicht tierversuchsfrei war wirklich, wirklich schwierig. Ich hatte manches schon verwendet, manches im Project Pen und letztlich blieb mir jetzt nur ein Produkt übrig, das ich halt auch eher suboptimal finde und zwar dieser Lidschatten hier von L'Oreal. Das ist der Oil Eyeshadow in der Farbe Extraordinaire, den ich super, super gern mag, aber ich habe ja schon den Laura Geller von letzten Monat. Ich habe die Soft Palette und ich habe ja auch noch meinen Enjoy My Eyeshadows, also eigentlich so, keine Ahnung, ich glaube, ich muss jetzt anfangen, die einfach zu kombinieren, auch wenn ich den liebe. Der ist einfach wunderbar, aber das war jetzt einfach so eine Muss-ich-nehmen-Entscheidung. Ging nicht anders. Und als letzte Aufgabe für heute haben wir die 41, schon wieder eine 40. Erinnert an deinen liebsten YouTuber. Okay, guys, das ist ganz klar, das ist bei mir Sarah Rose. Also wir müssen jetzt irgendwas nehmen, was zu ihr passt. Aber da sollte eigentlich nicht allzu schwer sein, weil ich relativ viele Produkte ihr auch tatsächlich nachgekauft habe. Von daher schaue ich jetzt einfach mal durch. So insgesamt, ich jetzt als Fazit zu den Aufgaben, ich hatte ja schon Auswahl jetzt gesehen, finde ich heute ganz cool. Teilweise ist sehr einfach und sehr einfach zu beantworten, teilweise sehr offen. Also eine gute Mischung mal. Und bei Erinnert an meine liebste YouTuberin habe ich was genommen, was mir von Sarah Rose empfohlen wurde, womit ich aber noch nicht so ganz glücklich bin. Und zwar dieser Elf No Butt Shadow Stick, einfach um den nochmal so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das ist die Farbe Rose Gold. Und wenn ihr in mein neues Make-up im Test vom letzten Samstag reinguckt, dann wisst ihr, dass ich super Probleme hatte, den auf mein Auge zu kriegen. Ganz, ganz komisch. Und ich habe es jetzt bei ihr die letzten Tage wieder in dem Video gesehen, wie einfach die den auf dem Auge verteilt. Also von daher, ich muss nochmal genauer ergründen, was mit ihm los ist. Ja, deswegen nehme ich ihn rein und der lässt sich dann, ist jetzt einfach halt so ungefähr das vierte Lidschattenprodukt, ne, ist diesen Monat irgendwie super einseitig, aber gut, ja, ist halt manchmal so und ich habe ja jetzt dann im Prinzip auch so eine Zeit, wo noch kein Project Pen gestartet ist, also wo mal nichts läuft, wo ich dann wirklich nur die Produkte verwenden kann und so, muss ich einfach mal gucken, der wird auch sicher vor allen Dingen unter anderen Lidschatten zum Einsatz kommen, also als Basis.
das war's mit der Auswahl für diesen Monat und es war nicht so einfach. Also ich glaube, ich habe mir mit vielen vielleicht jetzt nicht so den Gefallen getan, dass es mega leicht aufzubrauchen ist, aber ja, wir werden sehen. Wir rekapitulieren nochmal kurz die Produkte. Für das Limited Edition Produkt habe ich Love und HTC Schmidt, das Bronzing Powder. Das habe ich ja auch noch gar nicht verwendet. Eine Nutzung hat immerhin schon mal der Laura Geller Baked Gelato Swirl Illuminator in der Farbe Gilded Honey. Dann geht's weiter mit der Aufgabe lang überlegt und endlich gekauft. Oh mein Baby, ihr seht, wie groß er im Vergleich zum Gesicht ist. Und ich habe wirklich ein sehr großes Gesicht, kann ich euch sagen. Ich muss jetzt mal gucken. Ich bin jetzt eh noch am Butter Bronzer und was ich dann von den beiden priorisiere. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich beide bis zum nächsten Update geschafft habe. Aber muss ja auch gar nicht sein. Oh, er ist so schön. Ich freue mich so sehr, ihn zu verwenden. Und auch der hat so eine schöne... Vielleicht sollte ich mal so für die nächste Runde mal die Aufgabe einführen. Hat einen ganz tollen Verschluss, weil dieser magnetische Verschluss von dem fasziniert mich genauso wie der von dem LOV-Lippenstift, den ihr gesehen habt. Ja, weiter geht's. Erinnert an den Herbst. Terra Naturi Blush in Sugar Brown. Dann haben wir für Farbenfroh die Sofix Palette, die sich ja momentan eh so ein bisschen anbietet, weil die eh auf meinem Schminktisch liegt wegen dem Enjoy My Eyeshadows. Dann als nächstes Naturkosmetik. Ja, jetzt habe ich was vergessen, ne? Ich bin durcheinander. Meine Liste stimmt nicht mehr, aber ich mache einfach so weiter. Lavera Glossy Lips für die Naturkosmetik in der Farbe Delicious Peach, der Lipgloss. Zwei Lippenstifte, einmal die Aufgabe Long Lasting, der Anti-Matter Lipstick in Bang von Ilha Mascua. Und für die Aufgabe Lippenstift, der Love Lip Affair, nicht mehr erhältlich in der Nuance Enix Central. Und dann haben wir noch zwei Lidschattenprodukte, einmal L'Oreal, den Oil Eyeshadow in Extraordinaire für nicht tierversuchsfrei. Und für, erinnert an deinen liebsten YouTuber, der Elf Nobatch Shadow Stick in Rose Gold. Als Hommage an Sarah Rose. Also insgesamt ist es jetzt schon so ein bisschen tricky, ne? Also das und das sind Lidschattenprodukte. Und ich soll ja in meinem Enjoy My Eyeshadows auch vorankommen. Also das blockiert sich momentan alles ein bisschen gegenseitig. Damit bin ich nicht so zufrieden. Muss ich mal langfristig gucken, wie ich das löse. Drei Lippenprodukte, sowas ist in der Regel kein Problem. Weil den Gloss kann ich zum Beispiel auch einfach mal über irgendwas drüber auftragen. Oder auch in Kombi mit dem Lip Liner. Also das stresst mich jetzt nicht. Und dann haben wir eben die zwei Bronzer, die sich gegenseitig behindern. Und das Blush sollte kein Problem sein. Aber wenn ihr wissen wollt, wie ich mich schlage, dann schaltet doch gern beim nächsten Update wieder ein. Das kommt dann so Mitte Januar online. Und ja, ich freue mich wie immer, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Gerade auch, wenn ihr das Projekt mitmacht. Ich weiß, dass das mittlerweile gar nicht mehr so wenig Leute sind, die da irgendwie mitmachen und ihre eigene Sache machen oder meine Aufgaben mitmachen, je nachdem. Es freut mich auf jeden Fall, dass euch die Idee gefällt und schreibt gerne was in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Ich bedanke mich jetzt, dass ihr heute mit dabei wart. Kurzer Check nochmal, welcher Wochentag ist. Es müsste Freitag sein. Genau, schaltet beim nächsten Video morgen sehr gerne ein. Wie gesagt, schönen Start ins Wochenende. Genießt es, lasst euch nicht zu sehr stressen von diesem Vorweihnachtsstresszeug. Das nervt. Ja, eigentlich sollte die Vorweihnachtszeit viel länger, viel weniger stressig sein. Aber ich weiß nicht, wie man das hinbekommt. I don't know. Ja, schaltet auf jeden Fall morgen gerne wieder ein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wieder sehen. Und bis dann.